Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gläubige, am Sonntag nach der Erscheinung des Herrn macht die Liturgie der Kirche einen unvergleichlichen Quantensprung in der Biografie unseres Herrn und Meisters Jesus Christus. Eben waren wir ja noch bei den drei Königen in Bethlehem, beim neugeborenen Gottkönig an seiner Krippe. Heute führt sie uns in Lichtgeschwindigkeit zum bereits 30-jährigen erwachsenen Heiland an den Jordan, wo Jesus von Johannes getauft wird. Warum dieses Eiltempo? Das Fest der Taufe Jesu, das wir heute feiern, hat weniger eine streng chronologische Aussageabsicht, sondern ist vielmehr eine Offenbarung an uns, welches himmlische Gnadengeschenk an Weihnachten Gott selbst auf die Türschwelle unseres Lebens gelegt hat. Denn durch die Menschwerdung des Erlösers ist nicht nur der Himmel zu uns gekommen, Gott selbst zeigt und öffnet den einzigen Weg, wie wir selber in den Himmel gelangen können. Weihnachten, das ist der Weg Gottes zu uns Menschen. Unsere Taufe, das ist der Weg des Menschen zu Gott. Ganz drastisch ist mir das bei einer Taufe in der Schweiz bewusst geworden, wo ich auf Wunsch der jungen katholischen Eltern ihren Erstgeborenen im alten Ritus taufen durfte. Als nach den kräftigen und aussagekräftigen Gebeten und Exorzismen der kleine Ludwig schon über das Taufbecken gehalten wurde, da ist plötzlich etwas passiert, womit niemand gerechnet hat. Ob Zufall oder Fügung, im Turm hat die große Glocke der Kirche zu läuten begonnen. Jene Glocke, die sonst während der heiligen Wandlung aus ihrem Schlaf erwacht, um im Dorf anzukünden, dass jetzt der Himmel sich öffnet und der Heiland auf den Opferaltar herabsteigt. Es war die Wandlungsglocke, die bei der Taufe geläutet hat. Und noch nie habe ich selber so innerlich tief verstanden, welche große Wandlung, ja welche große Verwandlung bei dieser und bei jeder Taufe passiert. Dass sich die Pforten des Himmels auch für uns geöffnet haben, dass wir durch die Taufe zu Kindern Gottes und Kinder der Kirche wurden, ja, dass wir das Paradies durch die Taufe geerbt haben, weil die Erbsünde ausgelöscht wurde, weil das schuldlose Lamm Jesus Christus die Sünde der Welt, die Sünde auch aus meinem Leben hinweggenommen hat. Als nun die Glocke wieder verstummt war, war es augenscheinlich derselbe kleine Ludwig, der da vor mir war, mit ein paar nassen Strähnen auf seinem Kopf. Aber in seinem Herzen, ja in seiner Seele, ist wirklich eine Wandlung passiert. So wie Christus bei seiner Taufe ins Jordanwasser eintaucht, so taucht er bei unserer Taufe in unsere Seele ein, um in uns aufs Neue geboren zu werden. Die Taufe ist unser persönliches Weihnachten, dort, wo Jesus Christus mit seinem göttlichen Leben in uns geboren wird. Der göttliche Heiland erlöst uns also nicht von seinem hohen Himmelsthron aus, quasi von oben herab. Nein, er steigt bei der Taufe in unsere Seele hinein und erlöst uns von innen. Er erlöst uns und weiht sie, die Seele, durch sein kostbares Blut. Er verwandelt jeden von uns zu seinem Heiligtum, zu einem Tempel des dreifaltigen Gottes.
Und wenn der kleine Ludwig bald selbstständig zu seinem Vater im Himmel beten kann, dann wird der Vater im Himmel nicht nur das Erdenkind Ludwig sehen, sondern Jesus Christus in der Seele dieses kleinen Knaben. Seinen geliebten Sohn sieht er in uns, wenn wir beten. Wir sind durch die Taufe wirklich ein Abbild Gottes geworden. Die Taufe ist der letzte Schritt unserer Menschwerdung, weil wir hier von Gott eine Würde bekommen, die man sonst nirgends anderswo geschenkt bekommt. Die Wandlungsglocken könnten bei der Taufe also viel öfter erklingen und ihren Klang verbreiten. Und wir selber sollen sie täglich im Geiste immer wieder einschalten und lautlos, aber sehr kräftig in unserem Leben läuten lassen. Wann erklingen aber diese Glocken? Immer, wenn wir der Taufe dankbar gedenken, wenn wir unseren Taufbund mit Gott erneuern, wenn wir dem Bösen widersagen, uns in der Beichte reinwaschen, dann erklingen wieder die Wandlungsglocken für unsere Seele. Sie läuten aber auch, wenn wir zu Hause mit dem Weihwasser uns bekreuzigen. Liebe Brüder und Schwestern, ein Weihwasserkessel gehört zur Grundausstattung von jedem katholischen Haushalt. Denn das Weihwasser ist ein Balsam, der unser Herz erleichtert und es tröstet. Warum ist das Weihwasser zu Hause so wichtig? Es gibt viele Gründe, einen möchte ich kurz, den wichtigsten vielleicht, herausgreifen. Wenn wir einmal, so gebe es Gott, an der Himmelspforte ankommen, wenn wir das Ziel unseres ganzen Lebens erreichen, wird uns der liebe Gott auch etwas fragen. Wo sind die anderen? Wo sind deine Verwandten? Wo sind deine Nachbarn? Wo ist die Frau, die du auf der Straße immer gegrüßt hast? Warum bist du nur alleine hierher gekommen? Wo sind deine Gebete? Wo sind deine Opfer für die Bekehrung der Seelen, die sonst auf ewiglich verloren gehen? Wenn wir uns oft mit dem Weihwasser bekreuzigen, vor dem persönlichen Gebet und ganz besonders, wenn wir aus dem Haus gehen, die Wohnung verlassen, dann werden wir gewahr, dass mit der Taufe unser öffentliches Wirken im Reich Gottes begonnen hat, dass unsere Sendung von Gott her, wie es der heilige Apostel Petrus sagt, dass wir in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes das Gute tun, unsterbliche Seelen zu Gott hinführen, damit sie der Gewalt des Teufels entrissen werden. Beten wir konkret für Bekehrungen, leben wir den katholischen Glauben zu Hause und auch ganz besonders öffentlich. Beten wir den Rosenkranz ganz konkret für eine Person, die noch nicht an Jesus Christus glaubt. Beten wir in und für die Familien. Bemühen wir uns um ein sittlich reines Leben und bewahren wir uns vor allen Fallstricken, die da besonders im Internet auf uns lauern. Und stiften wir heilige Messen für die Bekehrung in unserem nächsten Umfeld. Auch wenn wir es nicht immer sofort merken, der Schatz behält für Jesus den Wert, den ich Blinder jetzt noch nicht sehe. Lass es nur zu. Dieser Satz ist das allererste Wort im Matthäusevangelium. Lass es nur zu, und du wirst sehen, welchen Quantensprung du selber in der Nachfolge Christi machen wirst, wie die Seelen sich in lichtvoller Geschwindigkeit zum allein selig machenden Glauben hinführen, damit Gott verherrlicht sei in alle Ewigkeit. Segensgott.